Sind zu allem bereit. Jakari. Jakari. Ist dein Freund mal in Gefahr? Sind die beiden immer da? Jakari. 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 Nein, nach rechts. Oh. Ja, da ist es ganz heiß. Achtung, pass auf, Jakari. Oh. Hey, müder Krieger, was macht denn der Rabe auf deinem Kopf? Das ist doch die Höhe. Kannst du denn nicht besser aufpassen mit deiner blöden Augenbinde? Oh, tut mir sehr leid. So ein Siux-Spatzenhirn. Müder Krieger war ja schon immer etwas seltsam. Aber langsam macht er mir Angst. Ja, er ist irgendwie nicht wie sonst. Lass uns lieber zurückgehen, da stimmt was nicht. Genau so ist es gewesen. Müder Krieger war vorhin irgendwie noch abwesender als sonst. Und der Rabe auf seinem Kopf schien ihn zu lenken. Ist Müder Krieger in Gefahr? Bei Raben ist stets äußerste Vorsicht geboten. Manche können sogar vom Geist des Menschen Besitz ergreifen. Der arme Kerl. Ich bin sicher, der Rabe hat von ihm Besitz ergriffen. Wir müssen ihm helfen. Ja, müder Krieger muss so schnell wie möglich gefunden werden. Kra, kra. Hey, ist das nicht Krickkrack da drüben? Allerdings, er ist es. Was hat er da wohl wieder ausgeheckt? Wer weiß, das könnte vielleicht lustig werden. Na, ihr zwei Tölpel? Hallo, Krickrack. Was machst du denn auf dem Kopf von diesem Siux? Was mache ich hier wohl? Ich mache das, was ich will. Was denn sonst? Und dieser Siux macht auch, was ich will. Ihr werdet schon sehen. Ach ja, du nimmst den Schnabel wie immer viel zu voll, Krickrack. Das glaubt vielleicht ihr. Als ob ausgerechnet du einen Siux beherrschen könntest. Angeber, wichtig, Tour, Angeber. Dann sperrt mal schön die Glubsche auf. Ich werde euch nämlich beweisen, wie viel Macht ich über ihn habe. Ist da jemand? Gut. Und jetzt vorwärts gehen. Halt. Gut. Und jetzt schön langsam wieder zurück. Los. Auf mein Kommando in den Handstand. Alle hopp, hoch auf den Baumstamm. Na, ihr zwei Komiker, was sagt ihr nun? Ganz toll. Verleihst du ihn? Niemals. Er gehört mir. Ich habe den Siux für mich ganz allein dressiert. Du bist gemein. Behalt dein Spielzeug nur. Wir suchen uns ein anderes. Los, komm. Wir lachen uns auch einen Zweibeiner an. Wo führen denn diese Spuren hin? Es war ja noch nie besonders leicht, müder Krieger zu folgen. Oh. Das sind Rabenfedern. Und das Gras ist ganz zertrampelt, so wie nach einem Kampf. Müder Krieger! Hallo! Müder Krieger! Hallo! Müder Krieger! Hallo! Da, ein Siux! Das ist meiner! Ich hab ihn zu
nehme ich ihm die kleine Spur. Obwohl, glaubst du, das funktioniert mit Ponys auch gut? Jetzt hab dich doch nicht so, kleiner Sioux. Ich will mich doch nur auf deinen Kopf hocken. Nein, das will ich aber nicht. Lass mich in Ruhe. Raben, seid ihr verrückt geworden? Aber nicht doch. Wir wollten uns nur ein bisschen amüsieren, so ein klitzekleines Späßchen treiben. Das Ganze war nicht böse gemeint. Sein Sioux auszuprobieren hat Krickrack uns ja nicht erlaubt. Da blieb uns doch nichts anderes übrig. Sind Lebewesen denn etwa Gegenstände? Sind sie Spielzeuge? Darf ein Lebewesen ein anderes nach Belieben zu seinem Vergnügen benutzen? Da missbraucht jemand seine Macht über einen schwachen Geist. Und ihr müsst es ihm unbedingt nachmachen. Großer Adler, weißt du, wo müder Krieger ist? Sie werden dich zu deinem Freund führen, Yakari. Nun habt ihr Gelegenheit, euren Fehler wieder gut zu machen, ihr Raben. Na dann mal los. Dieser verrückte Krieger ist zu allem fähig. Folge uns, Yakari. Wir eilen, wir fliegen. Ich, Krickrack, werde mir den Traum meines Lebens erfüllen. Ich werde der schlauste und der größte Rabe sein, der je auf Erden gelebt hat. Ich werde den allerersten fliegenden Menschen erschaffen. Schneller, kleiner Donner! Wow, wow. Hör sofort auf, Krickrack! Das ist doch Wahnsinn! Los, verflattert euch! Ich werde jetzt beweisen, dass ich allmächtig bin! Er wird fliegen! Nein, Krickrack, er wird sicher abstürzen! Sie haben recht, Krickrack. Du schickst ihn ins Verderben. Ach, na gut, meinetwegen. Nun reg dich mal nicht gleich so auf. Yakari, du musst jetzt handeln, aber schnell. Müder Krieger! Müder Krieger, antworte doch. Ich bin's, Yakari. Krickrack, was hast du da nur angestellt? Also, es war so. Neulich amüsierte ich mich völlig nichtsahnend in der Prärie. Ich flog und drehte meine üblichen Runden. Da merkte ich ganz plötzlich, wie diese Bohnenstange mich anglotzte. Zunächst ließ ich mir nichts anmerken. Schöner Rabe, flieg. Aber dann fing dieser Kerl an, sich über mich lustig zu machen. Schöner Rabe, flieg. Da beschloss ich, es ihm heimzuzahlen. Oh, hallo, Rabe, na? Hey, hast du vielleicht Lust, fliegen zu lernen? So wie ein Vogel? Nicht bewegen. Ich glaube, wir beide werden mächtig Spaß haben. Ich zeichne jetzt einen magischen Kreis um dich herum. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Fertig. Jetzt hör mir mal gut zu. Nein. Ja, von jetzt an gehört dein Geist mir und du wirst tun, was ich dir sage. Wir werden deine Ausbildung jetzt mit einem kleinen Fußmarsch beginnen. Na los! Nach rechts! Nach links! Geradeaus! Pass doch auf! Er wollte unbedingt fliegen lernen. Er streckte dauernd die Arme aus, so als ob es seine Flügel wären. Ich wollte ihm doch nur behilflich sein. Hör schon auf, Krickrack. Verschaukeln können wir uns auch allein. Du hast doch nur dein Spiel mit ihm getrieben. Jetzt bleibt dir nur eine Sache zu tun. Lass müder Krieger frei. Auf mein Kommando!
Erwache jetzt! Das war's schon. Na bitte, jetzt bist du wieder frei. Oh, müder Krieger. Ja, Kari. Jetzt bist du wieder ganz du selbst. Ihr müsst schon zugeben, dass ich wirklich enorme Kräfte habe. Meine Füße. Von wegen, das war doch ganz leicht. Du hast dir den schwächsten Geist ausgesucht. Bei Yakari hätte das nie funktioniert. Ja. Meine Füße tun so weh. Warum? Müde Füße. Das Rabengericht hat Krickrack dazu verurteilt, bis zum Neumond dort sitzen zu bleiben. Ist mir doch egal, das wird nicht lange dauern. Neumond ist ja bald. Fliegen zu können muss toll sein.